Hallo meine Lieben, hier ist eure Marion von Marions Kreativland. Ich war heute kurz beim Action, deshalb einen Action Hall, einen kleinen, also so viel habe ich jetzt nicht gefunden, und aber was ich gefunden habe, würde ich euch gerne zeigen. Vorab möchte ich euch gerne, da hatten mich ein paar nachgefragt, die nochmal so zu zeigen. Ich hatte euch ja da so Foto geschickt, diese Box hier. Erste Hilfe für Kochkünstler habe ich selber drauf geschrieben, weil ich sowas natürlich nicht als Stempel habe. Das ist ein bisschen Chips geworden, aber kann man nichts ändern. Dann Salz- und Pfefferstreuer habe ich auch selber drauf geschrieben. Das kann man hier zur Seite schieben. Ich habe das jetzt drum gebunden, als es fertig war, und habe das dann geklebt. Deshalb ist das sehr spack. Also nächstes Mal würde ich vielleicht ein bisschen lockerer lassen. Und dann kann man die Box so aufklappen. Da habe ich gute Küche und ausgestanzt. Hier eine kleine Schürze. Die habe ich nach Vorlage gemacht. Hier habe ich so ein Zettelchen reingehangen, Rezepte. Da kann man natürlich nichts lesen. Und hier habe ich ein paar Gewürze reingeklebt. Also sprich, ich habe hier einmal Curry genommen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da genommen habe. Ich habe erst diese Teile und habe dann den Curry dazwischen. Habe gedacht, aber diese festen Teile sind, finde ich, schöner. Pfefferkörner, und das ist getrockneter Ingwer. Ich glaube, das ist, wie heißen die? Rosmarin. Genau, so Rosmarinkartoffeln. So, die kommen hier mit so einem Petz rangeklebt. Fand ich richtig, richtig schön. Da habe ich einen Gutschein gehabt für so einen Kochkurs und habe gedacht, das kann man doch super dabei geben. Oder man kann natürlich noch eine Tasche einarbeiten. Man kann den Gutschein aber auch hier hinter machen, hier vor. Irgendwie funktioniert das schon. Fand ich richtig, richtig schön, die Box. Auch relativ groß, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ja, ich finde sie einfach schön. Man kann sie auch umwandeln. Man kann es für Kinder machen, hier mit so Perlchen oder was auch immer. Geldscheine rein für die Hochzeit. Ich finde, das kann man wirklich, ist sehr, sehr vielseitig kann man die basteln. Die sollte ich nur mal kurz noch zeigen, dass man die besser sehen kann als auf dem Foto. Wie gesagt, die Banderole vielleicht nächstes Mal nicht ganz so stramm. Finde ich zwar gut, dass sie so stramm ist, aber naja. So, jetzt kommen wir zum Action. Ich war beim Action, habe einmal diese Kannen hier nochmal mitgenommen. Wollte ich eigentlich noch in hell mitnehmen, so als Blumenvase. Finde ich das richtig, richtig schön. Ja, jetzt habe ich halt nur die graue. Dann habe ich noch mal solche Matten gesucht für die Hunde, für unten drunter. Ich habe ja schon ein paar, die kann man ja säubern, aber durch das, die hier so Schlingen haben, kriegt man die natürlich nicht ganz so sauber. Und der Große ist auch ein kleiner Dreckspatz. Der hat immer daneben her. Der macht das zwar sauber, aber klar, wenn man da drüber, dann bleibt er trotzdem in den Dingern hängen. Die hatten allerdings nur eine einzige viereckige in Grau. Ich habe ja immer diese Pfotenabdrücke gehabt. Da habe ich gedacht, nehme ich die einfach noch mal mit, weil ich die für den Preis auch immer super finde. Ja, jetzt fragt ihr mich bestimmt nach dem Preis. Ich gucke mal, ob ich den Zettel hier drin habe. Sonst müsste ich noch mal eben zu... Also tatsächlich weiß ich von, aber ich glaube, die waren immer 1 Euro, etwas über 1 Euro. Die Gießkanne, glaube ich, 1,89. Ich müsste mich jetzt fest, ich habe den Zettel natürlich auch wieder nicht hier drin. Dann hatten sie hier diese großen Buchstaben. Fand ich jetzt auch toll. Ich habe ja klein, sämtlichen Größen, aber die fand ich jetzt toll. 2 Säcke habe ich mir davon mitgenommen. 1,14 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Dann habe ich, ja, wir kommen erstmal zu dem Teil, den ich immer gesucht habe. Ich zeige euch das trotzdem, ihr kennt das ja. Habe ich jetzt bekommen, allerdings von einer lieben Bastelfreundin. Die hat mir das besorgt, weil das war heute wieder nicht beim Action. Also jetzt habe ich es gekriegt, hätte zwar gerne noch zu Ostern gehabt, weil ich so kleine Eierschälchen habe und da gerne eine Banderole drum machen wollen würde, aber... Naja, für irgendwas kann ich das schon benutzen. Also bin ich ganz, ganz, ganz froh. Freue ich mich mega, wenn man auch mal so an mich denkt.
Dann habe ich heute die Anthrazit-Handtücher bekommen. Da habe ich mir nochmal 3 Stück von mitgenommen. Also nicht für mich, sondern für die Hunde. Die einen waren ja schwarz, die hellen sind so ein bisschen, naja. So, dann habe ich neue Bänder gefunden. Also ich habe ja auch genug Bänder, aber die kosten, also das sind die Handtücher wieder für 3,99. Dreier-Set, 94 Cent. Also das finde ich wirklich mega. Und die Farben finde ich jetzt schön. Das Blau finde ich richtig, richtig toll. Kann man immer gebrauchen. Dann hier so ein richtig helles Rosa, das Fliederne, wieder ein Weiß. Und die Farben finde ich auch toll. Dann hatten sie nochmal Beige, das und Weiß. Aber da ich jetzt alles hier schon drin habe, habe ich die jetzt nicht nochmal mitgenommen. Also da weiß ich 94 Cent. Dann habe ich mir noch 2-mal diese Blümchenteile mitgenommen. Bin ich immer noch nicht gekommen dazu zum Basteln für die Sachen. Zeige ich euch dann natürlich auch. Ich glaube, die hatte ich noch nicht, meine ich. Wenn nicht, pflanze ich sie mir ein. Dann habe ich mir einmal so einen Schwamm mitgenommen, der kam 99 Cent. Da haben die so einen ganzen Aufsteller gehabt von so Autoklamotten. Und ich dachte, für 99 Cent finde ich den gut. Die hatten auch ein tolles Handtuch da zum Nachreiben, wenn man in der Waschstraße war. Das war aber ganz, ganz so gelb. Und da habe ich gedacht, ich habe so viele Tücher, Lappen. Da finde ich ein bisschen hell fürs Auto. Da ist ja immer trotzdem immer noch ein bisschen Dreck im Rahmen oder so. Deshalb durfte nur der Schwamm mit. Und dann habe ich... wo ist denn meine andere Stanze? Weiß ich jetzt gar nicht. Einmal so eine kleine Moneybox mir mitgenommen. Fand ich süß. 1,99. Allerdings, die gab es auch noch in größer. Genau, aber die fand ich jetzt als Spardose sehr, sehr, sehr schön. Mit 2 Schlüsseln dabei. Ist auch richtig Metall. Und für 1,99 kann man echt nicht meckern. Dann habe ich mir das heute mitgenommen. Das kostete 2,99. Da gab es einmal dieses Modell und einmal noch mit so lila Blumen. Aber ich weiß noch nie, ob ich die so drinnen lasse oder ob ich es vielleicht irgendwann zum Verschenken nehme. Aber so passt es natürlich bei mir ins Esszimmer oder ins Wohnzimmer. Und deshalb durfte das mit. Dann noch einmal hier solche Scheibentücher. Ja, ich habe erst überlegt, ob ich die mitnehme. Die kamen 1,79. Das ist immer so, wenn man auf die Schnelle vielleicht, manchmal hat man das ja, ne? Dann sind die Scheiben doch ein bisschen verschmiert. Und dann denke ich, ist das praktisch, obwohl ich sagen muss, dass diese Teile hier immer sehr, sehr, sehr schnell vertrocknen. Selbst wenn man die in so einer Box macht, also die habe ich auch zu Hause in so einer Box, wenn man eben schnell gehen muss. Ich finde, das vertrocknet immer. Ah ja, habe ich jetzt mal mitgenommen, habe ich gedacht, vielleicht jetzt mal für den Moment. Und dann habe ich die, ich weiß nicht, ob die, ich habe sie noch nicht gesehen, ich fand jetzt diese Form richtig, richtig schön, so ein Blumen, was weiß ich, Form. Die anderen hatte ich, alle Schlüssel habe ich immer noch nicht gefunden, aber die fand ich ganz toll und deshalb habe ich mir die mitgenommen. Und dann habe ich mir noch, den habe ich jetzt hier nicht, der ist noch im Auto, diese Outdoor-Teppiche, die gab es ja jetzt im Angebot für 4,99. Ich habe ja letztes Jahr oder davor schon das Jahr, habe ich ja auch auf meinem Balkon so einen grau-weißen gemacht. Ich finde immer, das sieht richtig, richtig, richtig toll aus. Jetzt waren die im Angebot. Ich habe jetzt erstmal einen schwarzen mitgenommen. Den wollte ich eigentlich unterm Tisch machen, weil ich das im Internet gesehen habe, dass das jemand tatsächlich in der Küche hat, weil der ja auch so abwaschbar ist. Kann ja auch mal was drauf fallen. Und dann gab es rosa und so ein tolles helles Grün. Da konnte ich mich leider nicht so wirklich entscheiden. Habe mich dann aber im Endeffekt für den ganz, 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 ganz sanft, so einen Roseton entschieden mit hell. Und habe gedacht, passt auch sehr gut zu Grau. Das Grüne passt da auch gut dazu, aber vielleicht tausche ich ja den Dunklen doch um gegen den Grünen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich dekoriere diesen Sommer auf meinem Balkon. Deshalb habe ich jetzt erstmal den Rosa mitgenommen. Ansonsten habe ich nichts bekommen, nichts gefunden. Also ich hatte noch sehr, sehr, sehr viel auf der Liste. Ach, mir ist das dann auch immer alles zu viel, wenn es dann immer voller, 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 voller wird. Und dann bin ich immer froh, wenn ich auch dann
fertig bin. Ja, das war's. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vielleicht für den einen oder anderen wieder was dabei. Ich gucke ja immer sowas gerne und denke, jo, Marion, da musst du hin. Bleibt gesund. Eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss, meine Lieben.